So, jetzt haben wir das erste Rivals-Match. Der Main Event ist ein anderer. Dazu gibt es auch gleich noch eine kleine Scene, wenn ich sie nicht vergesse zu erstellen und reinzuschneiden. Das kann mal passieren. Auf jeden Fall heißt es erstmal Bliskio gegen Roman Reigns. Die Order, die Tag Team Champions, zumindest die Hälfte, gegen die Hälfte derer Vorgänger, also die vorherigen World Heavyweight Champions, in Form von Roman Reigns. Obwohl das Bild ein bisschen merkwürdig aussieht. Das eine Ohr, das steht so übelst ab bei ihm. Also so sieht das auch. Ich weiß, bei dem anderen sind die Haare. Ja, mal gucken, wie sich Roman Reigns im Einzelmatch gegen Bliskio schlagen wird. Kann schon mal eine Kopfnuss zeigen. Vor allem, da ich ja das Einmischen ausgeschaltet habe, wird sich keiner der Order einmischen. Also kein Teratox und kein Scene kennen. Aber auf Seiten des Shields natürlich auch kein Dean Ambrose und kein Seth Rollins. Darf man ja jetzt auch nicht vergessen. Gut, vielleicht schafft es Roman Reigns ja von alleine. Wow, Spear gegen's Knie oder Shoulderblock gegen's Knie. Kann man sehen, wie man will. Ja, Flying Form von Roman Reigns. Ich glaube, letztes Mal, das ging per Disqualifikation aus, das Match, das Tag Team Match. Stimmt, da hat der Shield, glaube ich, verloren, weil sie disqualifiziert wurden, weil der Ref ja da irgendwas gemacht hat, glaube ich zumindest. Oder es war andersrum. Ich habe jetzt keine Ahnung, habe es gerade nicht auf dem Schirm. Sorry deswegen. Gut, ich kann mir ja auch nicht alles merken. Wenn ich mir alles merken könnte, oh Gott, dann wäre ich ein laufendes Lexikon. Jetzt gibt es erstmal einen Whip-In von Roman Reigns, wird aber ausgekontert und jetzt Bliskio wieder am Start. Ja, die beiden Powerhouses der beiden Teams, könnte man auch sagen. Und dann nimmt er ihn hoch, hält ihn um und lässt ihn hauen. Krachen, schöner Vertical Suplex, wie er im Lehrbuch steht. Ja gut, ein Shoulderblock, der wird wahrscheinlich nicht im Lehrbuch stehen, aber ist auch eine schöne, profane Methode, den Gegner so ein bisschen unten zu halten. Ja, ein großer Ellbogen auf den Kopf. Und das sollte wieder ein Flying Forearm kommen. Ja, schöner Konter von Bliskio. Die beiden nehmen sich echt nichts, muss ich sagen. Also, es geht hier hin und her im Match. Und jetzt gibt es Schläge von Roman Reigns, dem samoanischen Familienmitglied von The Rock und Yokozuna, Umaga. Die gehören ja alle zu einer Wrestling-Familie. Und halt auch Roman Reigns. Also das war vorhin mal ein richtig harter Tritt in den Magen. Und das ist eine richtig harte Kopfnuss. Auch wieder der Spear gegen das Knie. Das ist natürlich nicht so schön. Was gehen die Leute momentan wieder auf die Knie los? Was ist denn hier los, ey? Und ein Schlag auf die Pimpanelle. Ja, da gibt es auch wieder den Konter von Bliskio. Und Knie gegen Magen. Oder Magen gegen Knie, kann man auch sagen. Kommt auf selbe hinaus, nämlich dass diese beiden unflying vor. Ein Superman Punch war es noch nicht. Ja, jetzt geht er mal auf den Arm los. Und Ellbogen auch noch hinterher. Und was macht er jetzt? Jetzt geht er auf das Knie los, so nach dem Motto: Du gehst mir aufs Knie, ich geh dir aufs Knie. Und dann ist das gut. Und das war der Superman Punch. Aber Bliskio kommt raus. Und was macht jetzt Bliskio? Außer sich halt einen Konter einfangen. Und da soll gleich das Cover nochmal hinterher. One Count. Und Roman Reigns rennt ihn einfach hier über den Haufen. Und Spear von Bliskio. Eigentlich von Roman Reigns die Parade Disziplin und... Da gibt es eine Szene.
Die Musik vom Shield wird ertönt. Ha, wenn sich also keiner einmischt, dann gibt es hier sowas. Aber Bliss Q ist nicht so verwirrt, wie es Roman Reigns ganz gerne hätte. Vermute ich mal. Und da gibt's einen Whip in von Bliss Q und Roman Reigns muss raus. Und das gibt einen Backdrop auf den Apron. Ja gut, Bliss Q kommt aus der Hardcore-Ecke, das darf man nicht vergessen. Und Spear draußen, eieieiei. Und Roman Reigns muss in den Ring zurück. Ach, Seth Rollins! Was machst du denn hier? Und Spear überraschend von Roman Reigns. Da hat Bliss Q jetzt aber richtig überfahren damit. Aber Bliss Q kommt raus. Aber wie dieser harte Tritt, der wirklich den kompletten Unterkörper wegfegt. Und jetzt nimmt ihn Bliss Q zum Finisher hoch. Und der hat gesessen. Und da probiert er jetzt das Cover. Nein, da kommt auch Roman Reigns schon mal eins wieder raus. Und hier dieser Clip gegens Knie. Seth Rollins, der steht da draußen immer noch recht anteilnahmslos rum. Aber der Clothesline duckt sich. Bliss Q einfach weg. Na, das sollte wieder der Spear gegen das Knie kommen, aber weit gefehlt, das ging in die Hose. Oh, Aufgabegriff von Roman Reigns. Wird Bliss Q jetzt tappen? Das könnte gut sein. Nein, Bliss Q kämpft sich raus. Und da gibt es wieder einen Clip gegens Knie. Oh, oh, oh. Das ist natürlich nicht so gut für die Gesundheit von Roman Reigns. Und wieder gegen das Knie. Ja, gut. Wenn natürlich die Order keinen Gegner hat, weil sich einer verletzt hat, dann ist das was anderes. Aber wenn sich jetzt ein Champion jetzt verletzt und er nicht in der Lage ist, anzutreten, dann sind die Tag Team-Titel verkannt und es wird größtwahrscheinlich dann ein neuer Champion gekrönt werden müssen. Aber wie wird das dann aussehen, wenn es denn überhaupt? Ich will den Teufel jetzt nicht an die Wand malen. Und, ja, halb getroffener Superman-Punch. Oh, da rennt er dagegen und nein, da sollte Superman-Punch kommen, aber er rennt in den Einroller rein. Aber auch nur ein One-Count. Und dann nimmt er ihn nochmal hoch. Das wird wohl jetzt nochmal der Finisher. Oder Signature. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, wo ist Seth Rollins abgeblieben? Der ist schon wieder weg. Oder wie darf ich das hier jetzt sehen? Und Roman Reigns kommt nochmal raus. Und Spear kommt aus dem Cover raus, steht auf, brüllt einmal beim Spear und zerreißt hier Bliss Q förmlich in zwei Hälften. Und das ist der Sieg für Roman Reigns durch Pinfall, nachdem er Bliss Q wirklich in zwei Hälften gerissen hat. Könnte man so sagen. Ja, Roman Reigns, der freut sich, der hat gejubelt. Ein weiterer Erfolg gegen die Order. Und wir kommen jetzt zum Main Event of the Evening. Aber da kann ich auch direkt auf nächstes Match gehen. Ja, und da sind wir auch schon im Main Event. Ja, und da sind wir auch schon im Main Event. Wir haben ja ein 1 gegen 3 Handicap-Match. Und zwar die ganzen Schergen von Namrael gegen den Tag-Team-Partner von Youngblood hier in den weißen Hosen. Halt gegen das Team von Namrael, der sich die ganzen Schergen unter den Nagel gerissen hat. Jetzt momentan darf ich kurz vorstellen,
haben wir im Ring, haben wir Yokozuna gegen Halloween. Also wird da Clown auf Halloween. Dann zählt noch dazu der Chuantea, oder wie auch heißt, ist ein samoanischer Wrestler. Ob er zur Rock Family gehört, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch mit einem Gesichtspattern. Ja gut, in diesem Match haben alle Gesichtspattern. Und der Herr mit dem Zelda-Zeichen auf dem Hintern, das ist der Leon Blackgrave. Alle für Namrael. Unter Namraels Kommando. Also seitdem er Champion ist, will er hier alles Mögliche umsetzen und toll sich vorkommen. Ja, mal gucken, wie das Match hier ausgeht. 1-3, weil der gute Youngblood momentan nicht zugegen ist. Der ist nicht in der Halle. Und Namrael wird dann wahrscheinlich beim GM ein bisschen in den Arsch gekrochen sein. Oder bei Vince McMahon selber. Hat bestimmt erst gesagt, so, ja, hier, wie sieht das aus und sowas. Wahrscheinlich ging es dann erst so, nö, nix da gibt's nicht. Und dann kam er bestimmt auf die Idee, ja, wer weiß, vielleicht hat der Typ dich hier angefahren. Und dadurch hat er wahrscheinlich auch dieses Match bekommen. Dieses 1-3 Handicap-Match. Oh, da sollte man jetzt aber aufpassen. Nicht, dass der Ref jetzt... Ja, und da war Tarante, oder wie auch immer er heißt, der Samoaner, das samoanische Kraftpaket. Der aber sich aber einen Simone Drop einfangen muss. Also Yokozuna hat momentan diese ganze Situation hier sehr gut unter Kontrolle, muss man sagen. Wirft ihn hier einfach mal ein bisschen durch den Ring. Weil vielleicht kann er ja sogar dieses Handicap-Match gewinnen. Das wird man noch herausfinden. Und wenn es knapp wird, kann natürlich auch noch eine Cutscene kommen, wo zum Beispiel auch Namrael hilft. Auf unfaire Art und Weise. Ja, der Kleinkrieg zwischen Namrael und Youngblood geht ja immer noch irgendwie weiter. Von Youngbloods Seite aus nicht. Denke ich mal, so zumindest wurde da nichts unternommen. Der Typ hat sich jetzt erstmal Urlaub genommen, hat gesagt, okay, ich bin kein Champion mehr, nehme ich jetzt einfach ein bisschen Urlaub. So, und genau dafür will jetzt Namrael wahrscheinlich seinen Tag-Team-Partner bestrafen. So hier, siehe, was ich ihm antue oder was meine Leute ihm antun, um ihn halt noch mehr zu reizen. Was er genau damit bezwecken will, habe ich keine Ahnung. Oh, und ich glaube, da gibt's einen Chokeslam. Naja, was die Leute Yokozuna antun, momentan ist es nicht allzu sehr viel. Da Yokozuna den Leuten hier einiges antut. Aber es ist immer noch ein 1-3 Handicap-Match. Das darf man nicht vergessen. 1-3. Wäre Youngblood wahrscheinlich in alle, wäre es wahrscheinlich ein 2-3 Handicap-Match vielleicht geworden. Vielleicht aber auch nicht. Und da fängt sich Tuan den ein Swinging irgendwas ein. Swinging Slam. Oder unten sehen wir das. Oh, erste Clothesline, zweite Clothesline. Da taucht er ab und zeigt einen Power Slam. Und dann nimmt er ihn und. Oh, ein bisschen Choking gleich auch noch hinterher. Das war, glaube ich, der Signature. Mal probiert das einfach mal mit dem Cover. Nein, da kommt Yokozuna aber vehement raus und packt ihn sich. Und das tut weh, wenn so 160, 170 Kilo da auf den Arm sich einfach mal draufsetzen. Ja, Whip-In wird gekontert und da gibt es hier diesen Swing Slam. Und nochmal auf die Schulter, das tut derbe wie kann. Also ich kann es mir so vorstellen. Eigentlich hätte das ein Rope Break sein müssen. Ja, Leon Blackgrave, der. Was zeigt er? Der zeigt einen Chokeslam! Gegen Yokozuna, meine Herren, der Typ ist doch nur so ein Streichholz in der Landschaft und genauso bleich. Wie hat der Yokozuna hochgekriegt? Und wer hat gesagt, wenn du mitspringst, gebe ich dir 3 Kilo Gummibärchen oder sowas.
Kann ja auch sein. Verknie gegen Fressung für den Samoaner aus Namraels Lager. Sieht momentan nicht ganz so gut aus, aber beide unterbrechen diesen Aufgabegriff. Aber Yokozuna hat die Situation hier vollends unter Kontrolle. Jetzt will hier jetzt noch ein Cover zeigen. Na, nur ein Two-Count. Ja, da behindern sich die beiden mehr, als gut für sie ist. Ah, da sollte Mr. Dropkick in den Rücken kommen. Na, Yokozuna, der spielt hier mit den Leuten und zeigt einen Summon-Drop gegen den Samoaner. Obwohl, Yokozuna ist ja selbst Samoaner. Das darf man nicht vergessen. Und Shoulder-Block gibt es auch noch hinterher. Und da soll der Banzai-Drop kommen. Ja, da geht er auf sein... Ist das jetzt etwa siegbringend, wenn er natürlich das gewinnt gegen die drei? Nein, da wird es unterbrochen von den beiden. Das ist natürlich... Ich wollte gerade sagen. Und da haben wir den Dark Clown Halloween wieder drin. Er versucht sofort es mit einem Kick, aber Yokozuna ganz geschmeidig einfach mal zur Seite. Und ein Spear gegen Yokozuna, meine Güte. Und ich glaube, da will der Clown ein bisschen lustigerweise fliegen. Ihn fliegt aber aufs Näsele. Oh, da wird der Rücken in Mitleidenschaft gesungen. Ja, Yokozuna ist einfach nur eine Macht für sich. Den kann man hier gar nicht so wirklich unten halten. Zumindest schaffen es die drei nicht. Ah, ich glaube, Halloween will jetzt das Cover anbringen. Ja, tut er. Nein, Yokozuna kommt da nochmal raus. Und Kimura-Lock. Wird Yokozuna jetzt tappen oder kommt er nochmal raus? Nein, er kommt nochmal raus. Er rollt sich einfach mal von dannen. Auf jeden Fall haben wir Leon Blackgrave noch gar nicht in Aktion gesehen. Der hält sich da raus. Er hat schon einen Chokeslam gezeigt. Auch wenn er nicht der offizielle Mann im Ring war. Aber das spielt jetzt auch erstmal keine Rolle. Oh, Sleeper Hold. Was eine Abart von Sleeper Hold. Und Yokozuna tappt. Da waren die Schmerzen im Nacken doch zu groß. Und die drei, also Halloween, Tanitua und Leon Blackgrave, gewinnen das Match für das Team Namrael. Man hört auch die Musik von Namrael im Hintergrund. Hier sind eure Gewinner. Team 2, Leon Blackgrave and the Dark Clown, the Four Horsemen. Ja, die drei haben es auf jeden Fall zu zweit geschafft, Yokozuna zu besiegen. Dazu gehört auch schon was zu. Immerhin. Ja, es folgt gleich noch eine Szene, weil ich das jetzt so alles in meinem Kopf plane. Und dann gehen wir feierlich zu NXT. Team.